Hallo zusammen. So, es ist wieder mal Zeit für ein Märchen von mir. Ich bin heute wieder dran und darf euch endlich wieder mal ein Märchen erzählen. Ich habe mich auch fest gefreut drauf. Ich hoffe, euch geht es auch noch gut. Ich hoffe, ihr habt alle zusammen gut gestartet wieder mit der Show. Auch wenn es immer noch etwas anders ist als normalerweise. Ja, es sind auch fast alle in den Heimen am Lehren, die schon in die Schule gehen, haben Aufgaben bekommen. Ich hoffe ganz, ganz fest, dass es damit gut geht. Dass ihr alle gesund seid und dass ihr auch sonst vergnügt seid und zufrieden. Ich bin zufrieden und ich bin fast immer vergnügt. Vor allem dann, wenn ich darf durch mein dicke Märchenbuch durchblättern darf. Für die, die es noch nicht gesehen haben, wollte ich es jetzt gleich noch mal zeigen, weil ich bin auch stolz auf mein Märchenbuch. Das ist mein Märchenbuch. Ein so ein dickes, schönes Buch mit ganz, ganz wahnsinnig viel Märchen drin. Das erste Mal, als ich euch ein Märchen erzählt habe, war es ja das von den drei kleinen Schweinchen. Das zweite Mal, also das letzte Mal, als ich eins erzählt habe, war es das von der Prinzessin auf der Erbse. Und das Mal habe ich beim Durchlesen eins gefunden, das ich doch tatsächlich wirklich überhaupt nicht kennt habe. Ich habe es noch nie gehört, noch nie gelesen und ich finde es sehr schönes und darum habe ich mich entschieden, euch genau das heute vorzulesen. Und ich würde fast behaupten, dass es auch für das eine oder das andere, für die eine oder die andere von euch könnte neu sein. Ja, vielleicht kennen es alle kennen es außer dir, das kann natürlich auch sein, aber ich würde jetzt mal behaupten, es ist auch für euch neu. Und das, was ich euch jetzt erzähle, das heisst Drei Wünsche und geschrieben hat es der Johann Peter Hebel. Und die drei Wünsche, also das Märchen, das geht so. Ein junges Ehepaar hat recht zufrieden und glücklich miteinander zusammengelebt. Und es hat ihnen eigentlich überhaupt nichts gefällt. Sie haben alles gehabt, sie haben sich gern gehabt. Sie haben nur ein Problem gehabt. Und das Problem haben leider immer wieder, und es gibt immer wieder Leute, die das haben. Das ist ein Problem, das recht bekannt ist. Und es ist so, man hat zwar alles, es fehlt einem nichts, aber trotzdem hat man doch gern gleich noch gerade ein bisschen mehr als das, was man hat. Man ist nicht ganz zufrieden, es reicht doch nicht ganz das, was man hat, und man will noch ein bisschen mehr. Der Lise und dem Hans zum Beispiel, also dem Ehepaar, wo wir da in der Geschichte hören, die hätten sich zum Beispiel immer mal wieder den Acker vom Nachbarn gewünscht. Und der war noch gerade ein bisschen grösser als ihr eigenes. Oder sie hätten gerne alles Geld gehabt, das der Leuen wird verdient. Weil der hat nämlich immer gerade noch ein bisschen mehr Geld gehabt als sie. Oder der Herr Meier von nebenan, der hat ein grösseres Haus und einen grösseren Hof und viel mehr Vieh gehabt als sie. Das hätten sie am liebsten auch noch gerade gehabt. Also am liebsten hätten Lise und der Hans eigentlich alles Geld von der ganzen Welt gehabt. Und dann hätten sie sich alles können kaufen und alles können leisten, was sie sich gewünscht haben. Und trotzdem, dass sie sich immer wieder Sachen gewünscht haben, die sie nicht haben, sie waren einigermaßen zufrieden. Und am Abend sind sie dann zusammen vor dem Ofen gehockt und haben Nüsse aufgeschlagen. Haben sie mit einem Stein auf die Nüsse gehauen und haben die Nüsse gegessen und haben ein bisschen zusammen berichtet. Und es ist ihnen gut gegangen und sie waren eigentlich ganz zufrieden. Plötzlich ist aber etwas passiert. Und durch das Chemie runter, ist eine ganz kleine, etwa so eine kleine, weisse Frau zu schweben. Im ganzen Zimmer hat es plötzlich nach Rosen geschmeckt. Und das Licht ist ausgegangen, die Lampen ist ausgegangen, das Feuer hat es erloschen, die Kerze hat es ausgeblasen. Und trotzdem ist im ganzen Zimmer innen ein Licht gesehen, wie das Licht vom Morgenrot, kurz bevor die Sonne aufgeht. Das Licht hat das ganze Zimmer in ein wunderschönes Licht getaucht. Und die kleine, weisse Frau
die hat gestrahlt. Und sie ist so, so wunderschön gewesen. Sie hat ein wunderschönes Gesicht gehabt und einen schönen Körper mit einem schönen, weissen Gewand. Der Hans und die Lise, die sind im ersten Moment sind dir geklopft und haben Angst bekommen. Ja, ich glaube, jeder würde Angst bekommen bei so etwas. Auch wenn es eigentlich wunderschön zum Anschauen ist. Die schöne, weisse Frau. Kleine, weisse Frau ist durchs Zimmer geschwebt, auf sie zugekommen und hat plötzlich mit einer wundersüßen, silberreinen Stimme gesagt: Ich bin eure Freundin, die Bergfee. Ich wohne in einem kristalligen Schloss, mitten in den Bergen. Mit unsichtbarer Hand verteile ich Gold im Sand. Ich habe mehr als 7000 Geister, die mir dienen und die alles machen, was ich will. Drei Wünsche habt ihr frei und drei Wünsche sollen euch erfüllt werden. Der Hans hat mit seinem Ellbogen gegen den Arm von der Lise gedrückt, so wie wenn er wollte sagen: Lise, hey, das tönt nicht schlecht. Und die Lise, die hat ausgesehen, als würde sie am liebsten jetzt gerade den Mund auftun und gerade etwas sagen, wo sie denkt einfach schon an einen ganzen Haufen wunderschöne, goldbestickte Hüte und schöne Kleider und seidige Haustücher und schöne Schuhe. Aber in dem Moment, kurz bevor das Lise etwas sagen kann, lübt die Bergfee ihren Zeigefinger und sagt: Passet gut auf. 8 Tage lang habt ihr Zeit. Und bedenkt gut, was ihr euch wollt wünschen. Hey, Lise. Das ist, glaube ich, kein Fehler, hat der Mann gesagt. Und hat seine Frau ganz schnell die Hand auf den Mund gelegt, damit sie auch ja nichts Falsches sagen kann. Und die Bergfee ist verschwunden. Die Lampe ist wieder gebrannt, das Feuer ist wieder angezündet und die Kerzen haben auch wieder gebrannt. Und der Rosenduft ist verschwunden. Und eine Wolke vom Öldampf hat sich wieder durch die Stube verteilt. Und so glücklich und zufrieden und voller Hoffnung, wie die Lise und der Hans noch gerade vorhin sie gesehen, so fest haben sie plötzlich Angst bekommen und haben gar nicht mehr wirklich gewusst, was sie machen sollen, weil sie vor lauter Wunsch gar nicht gewusst haben, was sie sich jetzt wünschen sollen. Und sie haben nicht genug Mut gehabt, recht daran nachzudenken, was sie sich eigentlich wünschen. Oder geschwiegen davon zu reden, weil sie Angst hatten, wenn sie zu fest denken oder wenn sie etwas Falsches sagen, dass dann plötzlich ein Wunsch passiert, ohne dass sie vorher wirklich können überlegen, ob so das ist, was sie wirklich wollen. Und jetzt hat die Lise gesagt: Ja, wir haben ja zum Glück noch genug Zeit bis am Freitag. Am nächsten Abend, währenddem die Herdöpfel in der Bratpfanne braten, sind die beiden, die Lise und der Hans, ziemlich vergnügt am Fenster gestanden, haben rausgeschaut und haben beide von ihrem zukünftigen Glück geträumt. Sie haben den kleinen Feuerfünkli zugeschaut, der aus der russigen Pfanne rausgekumpelt ist, mal angezündet sie, mal wieder ausgelöscht und hin und her gesehen. Und es war lustig, ihnen zuzuschauen. Und sie waren dort, ohne ein Wort zu reden, vertieft in das, was sie sich alles wünschen könnten. Was jetzt die brätelnden Herdöpfel aus der Pfanne auf eine Platte geschüttet, um sie anzurichten,
ist der Lise der feine Duft von diesen Herdöpfen mit den Kräutchen dran in die Nase gekommen. Und ohne gross zu überlegen, hat sie gesagt, wenn wir doch jetzt ein bratenes Würstchen dazu hätten. Und, oh je, da ist der erste Wunsch plötzlich ausgesprochen gewesen. Und so schnell wie der Blitz, tick, ist plötzlich eine wunderbare Bratwurst auf diesen Herdöpfen gelegen. Wie man es gewünscht hat, ist es passiert. Und wer sollte jetzt über die Erfüllung von so einem Wunsch nicht wirklich ärgerlich und nicht wirklich enttäuscht sein? Oh, der Hans, der ist verrückt worden und hat sich an den Kopf gelenkt und hat über die Unvorsichtigkeit und über das Nicht-Nachdenken von seiner Frau hat er sich so geärgert, dass er selber auch komplett ohne zu überlegen gesagt hat, oh, wenn dir doch die Wurst an deiner Nase angewachsen wäre. Da ist es passiert. Auch der zweite Wunsch ist ohne zu überlegen passiert. Wie gewünscht, so passiert. Und kaum hat Hans das letzte Wort gesagt, so ist die Wurst auf der Nase von der Lise festgewachsen. Ja, richtig festgewachsen, wie wenn sie von Geburt an einfach da dran wäre. Und die Wurst ist wie ein Schnauz links und rechts von der Lise ihre Nase und ihre Mund abgehangen. Und jetzt sind sie traurig und sie sind verrückt und ihre Not war riesengross. Zwei Wünsche haben sie sich jetzt schon gewünscht. Und beide sind in Erfüllung gegangen. Und mit dem sind sie vergeben. Und immer noch haben Lise und der Hans keine Rappen mehr gehabt. Sie hatten kein Weizenkorn mehr gehabt. Sie hatten nichts mehr gehabt, außer die Wurst auf Lises Nase. Ein einziger Wunsch war jetzt zwar noch übrig, aber was hilft jetzt allen Reichtum und alles Glück, wenn man so eine Wurst auf der Nase hat? Jetzt haben sie also wohl oder übel müssen Bergfee bitten, die Wurst mit unsichtbarer Hand wieder aus der Lise ihrem Gesicht zu entfernen. Und kaum haben sie sie darum gebeten, kaum ist die Wurst schon wieder weg gewesen. Und so ist auch der dritte Wunsch erfüllt worden. Und die zwei armen Eheleute, Lise und der Hans, die haben einander angeschaut und sind traurig gewesen. Und sie hatten keinen Rapp und nichts mehr gehabt als vorher. Sie waren einfach der Lise und der Hans gewesen. Ohne etwas mehr als vorher. Und Bergfee, die haben sie ihr ganzes Leben lang nie mehr gesehen. Du kannst dir jetzt merken, wenn dir ein einziges Mal in deinem Leben ein Bergfee begegnet, dann darfst du nicht gitzig sein. Aber du musst dir etwas wünschen. Erstens wünschst du dir Verstand, für dass du weisst, was du dir, und das ist der zweite Wunsch, was du dir sollst wünschen, für glücklich zu werden. Obwohl es dann so leicht ist, dass man sich als dritten Wunsch noch irgendeinen Blödsinn wünscht, der die ersten zwei Wünsche gerade wieder kaputt macht, dann wünscht dir doch als dritten Wunsch, dass du für den Rest von deinem Leben zufrieden bist und dir nichts bereust. Oder so, wenn du eine Gelegenheit hast, glücklich zu werden, dann hilft es leider überhaupt nichts, wenn du nicht genug Verstand hast, für diese Gelegenheit auch zu nutzen. Und das war die Geschichte, das Märchen von den drei Wünschen. Das heisst, wenn ihr irgendwann mal einen Bergfee trefft,
dann überlegt euch ganz, ganz gut, was ihr euch wünscht.